Florian Silbereisen hat Beatrice Egli in einem Berliner Restaurant heimlich einen Heiratsantrag gemacht. Das, worauf wir gewartet haben, ist endlich angekommen. Bilder. Florian Silbereisen kniete Beatrice Egli zu Füßen und überreichte ihr den schönsten Ring an Beatrice Eglis Ringfinger. Zuletzt kursierten die Bilder des Paares Beatrice Egli und Florian Silbereisen beim Abendessen in einem Restaurant in Berlin in den sozialen Netzwerken Instagram. Konkret geht die Liebe zweier Menschen mit einer Hochzeit allmählich zu Ende. Es ist zu romantisch, nicht wahr? Was ich zuletzt nicht glauben konnte, war das Bild von Florian Silbereisen, der vor so vielen Leuten vor Beatrice Egli kniet. Er schlug Beatrice Egli vor. Ohne viel Diskussion steht fest, dass eine Hochzeit zwischen den beiden bevorsteht. Das Bild von Beatrice Egli wurde von einem romantischen Mann vor einem großen Publikum und Gästen vorgeschlagen. Es macht viele Menschen sehr glücklich für sie. Kaum waren die Fotos verbreitet, schauten die Leute sofort in das Gesicht von Beatrice Egli. Sie ist sehr glücklich. Ihr Gesicht schien einen glücklichen Ausdruck auszustrahlen und konnte nicht anders, als sich zu freuen. Alle um sie herum eilten herbei, um zum ersten Mal eine Szene zu sehen, in der Florian Silbereisen wirklich romantisch war, ohne gehört oder gemunkelt zu werden. Es stimmt, dass Florian Silbereisen sehr romantisch ist. Er schafft immer wieder Überraschungen, die Menschen unberechenbar machen. Florian Silbereisen und Beatrice Egli sind ein so liebes Paar. Sie passen sehr gut zusammen. Beide sind lustig und sehr freundlich zu allen. Beatrice Egli ist ein kluges, verständnisvolles und selbstbewusstes Mädchen, wenn sie vor einer Menschenmenge steht. Beide haben Aktionen, die viele Leute immer lieben. Kein Gedanke mehr daran, dass beide das Publikum zum Lachen bringen. So werden beide von vielen Zuschauern geliebt. Florian Silbereisen und Beatrice Egli sind ein wirklich schönes Paar. Beide sind sehr klug und talentiert. Ein Geständnis, das den beiden wirklich ins Herz ging, machte das Publikum sehr glücklich. Das Geständnis fand statt. Warum also nicht alle ihr Paar dabei unterstützen, so schnell wie möglich eine tolle und früheste Hochzeit zu feiern? Ich hoffe, die beiden organisieren schnell eine Hochzeit, damit sich alle Fans sicher fühlen und Spaß mit ihnen haben können. Ich liebe das Paar Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Vielen Dank, dass Sie sich alle unsere Videos angesehen haben. Suchen wir nach diesem romantischen Geständnis von uns. Folgen Sie uns für mehr über Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Danke an meine Familie. Familie, die stolz auf die Zuneigung von Florian Silbereisen. Yeah.